Howdy, willkommen zurück zu Gothic 2. Matty ist wieder am Start. Ja, was machen wir denn heute? Wir sammeln erstmal ein bisschen Blümchen und dann gucken wir nochmal, ob wir ein bisschen stärker werden können. Ja, wir brauchen nur 1000 Erfahrungspunkte, so einen Daumen. Das kriegen wir irgendwie hin. Problematisch ist nur, dass die ganzen Bauern hier mittlerweile die ganzen Scavenger und alleinstehenden Lurker hier weggefletscht haben im letzten Mal im Hintergrund. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen intelligent machen. Ich versuche mal unten an den Pass zu kommen. Vielleicht schaffen wir es ja, das Banditenlager da auszuräuchern. Das gibt uns nämlich einen sehr guten Hinweis auf den Verbleib von allen Leuten. Schauen wir mal. Ich habe mich jetzt übrigens entschieden, dass ich zunächst mal weiter voll auf hier Schwertkämpfen und Bashen und so weiter gehe. Was ist denn da hinten los? Guck mal, da verprügelt einer ein Schwein. Ist das hier? Kacke, den habe ich ja... Kann sein, dass er das nicht überlebt, aber ich brauche den doch für eine Quest. Gan! Achtung! Hör auf, das Schwein zu verhauen! Nein, nicht du! Ein Mist viel weniger. Oh, Mann, machst du mir aber auch Angst hier. So, warte mal. Eine Idee. So. Und dann machen wir am besten mal so. Warte. Was? Wieso könnte ich das denn nicht fallen lassen? So. Beste. Tada. Jetzt kann er das gleich. Pass auf. Oh Mann, mein Kopf. Ja. Jetzt hat er nämlich wieder ein Schwert. Guck mal, wie schön das ist. Kann er sich hier in der Wildnis auch ein bisschen verteidigen. Ha. Trick 17. Okay. Wenn ich das jetzt ein bisschen intelligent mache, kann er mir ja sogar noch helfen, die ganzen Lurker da wegzufletschen, ne? Aber es sind zwei. Dürfte ein bisschen schwierig werden. Ich meine, hier war dieses schnaubende Etwas. Ja, guck mal einer an. Schnaubender Drachensnapper. Guck mal her. Gar nicht, brauch deine Hilfe. Ach, der ist ja halb tot. Ich hab's vergessen. Oh Gott. Ja, Garn, mach du das mal bitte. Ja, du kannst tanken. Ist in Ordnung. Nein, scheiße, wenn er stirbt, dann kann ich das ja... Nein. Weltschlechteste Idee aller Zeiten, die ich jetzt hier gerade hatte. Ja, viel schlechter geht gar nicht. So, dann machen wir das nicht. Dann gehen wir hier längs. Das Vieh ist zu stark. Das kriegen wir nicht kaputt. Das war's für später. Dann gibt er uns nämlich 30 Goldstücke dafür. Hoho. Die wir dann später, wenn wir stark genug sind, das Vieh zu erledigen, gar nicht mehr so wirklich brauchen. Das ist schon schade, ne? Irgendwie ist das nicht zu Ende gedacht. Wenn das ein schnaubender Wolf wäre oder sowas, das wäre in Ordnung, aber ein schnaubender Drachensnapper, nee. Ich meine, wir kriegen ja noch nicht mal einen normalen Snapper kaputt und was sollen wir dann mit einem Drachensnapper? Das macht irgendwie keinen Sinn, Freunde. So, wenn man in die Pilze will, dann braucht man erstmal Pilze, damit sie nicht zerpilzt werden. Und einen standhaften Korbführer, den haben wir aber nicht. Deswegen können wir nicht in die Pilze, das ist doof. Dann lassen wir das sein, dann gehen wir erstmal hier runter. Außer hier sind nochmal die Pilze. Oh, Fancies! Oh, guck mal, ihr kleinen Süßen. Jetzt gibt's aufs Maul. Hallo. Bin ne Mad Baron. So. Ist fit bei euch, oder was? Ja. Drachenwurzel? Ach, das ist ja schön. Die macht uns stärker. Die macht uns super stark. Nicht zu holen. Jetzt erinnere ich mich gerade daran, dass ich damals das so ein bisschen exploitet hatte, was die Stärkepunkte und so weiter angeht. Aber kommt, Leute, irgendwie muss man ja auch sehen, wo man bleibt. Komm her, Jungs. Ne, nur einer. So, ihr da im Hintergrund, ihr könnt euch eigentlich mal gehackt legen. Ich habe die Scavenger stärker in Erinnerung. Nicht so. Vor allem in diesem Spiel. Ich meine, mich erinnern zu können, dass sie mich extrem zerfickt haben damals. Also regelrecht erledigt. Boah, aber so. Irgendwie. Fehlt so ein bisschen die Würze. Ja, nicht, dass ich mich beschweren würde, ne? So ist es ja nicht. Da ist kann ja sein, dass sie dann doch so stark... Guck mal, das sieht aus wie so ein Banditencamp hier mit drei Jungs.
Die drei von der Tankstelle. Die werden mich wahrscheinlich jetzt total umbringen, aber wir machen es trotzdem. Erstmal essen wir ein paar Pilze. Ah. Kein Pilz weit und breit. Tja. Und los geht's. Moin. Ich glaube, ihr redet nie mit mir, kann das sein? Hallo? Hallo? Moin! Oh, guck mal, wie sie hier gleich alle... Oh Gott, auch noch einer mit Pfeil und Bogen. Ja! Oh Gott! Das ist... So Leute, Duldungsstarre, das war's. Das war's für dich, Penner. Warum Penner? Was ist denn jetzt? Ich kann auch da hingehen. Guck mal, ich gehe jetzt in friedlicher Absicht einfach mal rüber. Hallo? Ich will ja nix, ne? Ich will einfach nur mal mit euch reden. Hi, Leute, moin! Ich hab zwei Kisten Bier mit. Hier. Guten Tag. Ich verstehe nicht, warum. Ist das so eine eingeschworene Gemeinschaft da, oder was? Kill on sight? Das ist doch nicht gemein... Das ist doch voll unfair. Das finde ich doof. Macht man doch auch nicht. Stell mal vor, es gibt hier so eine Gang in der echten Welt, die dann so rumläuft und dann, wenn sie jemanden sehen, töten die. Die sind doch sofort in den Nachrichten. Und hier? Ja, hier auch. Das ist ja die Banditenplage, wovon geredet wird. Guck mal hier, die Feldwebel wieder. Ne? Komm her. Ich bin der Typ mit dem dicken Oberarm. Ach, guck mal einer an. Bald haben wir ein Level up hier. Wenn wir noch ein bisschen weiter hier boxen, zwei von den Jungs gleichzeitig nochmal versuchen zu erledigen, was wahrscheinlich nicht funktioniert. So. Nee, das funktioniert überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, warum die so schnell sind. Das sind doch so sind fette, dämliche Insekten. Da kann man doch voll ausweichen. Rennst auf den Rücken vor dem Vieh und haust dreimal drauf. Nein, das Ding, das bewegt sich sofort. Das ist wie so eine Krabbe. Klack, klack. Und dann gibt's auf die Fresse. Warum sind das überhaupt so Rudeltiere? Man muss sie einzeln rauslocken. Kann man nicht einfach durch und sagen, moin, bin Maddie. Ich hau mal gleich euch alle kaputt. Das heißt doch, irgendwann kann man das machen, aber jetzt noch nicht. Man ist ja auch so ein bisschen Crit-abhängig. Ja, schon 100 Mal gesagt, dass mir das in diesem Spiel irgendwie überhaupt nicht gefällt. Dass wir nur eine 30-prozentige Chance auf einen Supertreffer haben. Deswegen weiß ich auch gerade nicht, was ich eher verbessern sollte. Das auf der linken oder auf der rechten Seite? Stärkepunkte oder Einhandtalent? Einhandtalent. Selfie machen. Ja. Aber besonders Rudelverhalten haben die ja nicht, ne? Die sehen, dass einer von den Kumpels gerade versucht, einen Menschen zu fletschen, aber helfen tun sie nicht. Oh Mann. Das ist so anstrengend, wenn man die gerade nicht richtig erwischt. Dann darf man 30 Mal draufhauen. Und dann kommt gleich schon der nächste. Guck mal, der will auch. Hier. Hi! Und dann macht man sowas hier. Aber wenn man sie mal richtig erwischt, ne, dann sind sie sofort weg. Das Problem ist, dass sie so einen extremen Schadensoutput haben. Die hauen uns innerhalb von 3 Schlägen runter. So, guck mal, wie groß die Pflanze ist. Ist ja größer als so ein handelsüblicher Bumerang. Und er frisst es einfach mit einem Bissen weg. Der hat echt einen Magen, der Mann. Und schon wieder einer. Ja, Leute, das geht jetzt so weiter. Hier können wir ja die Daumen drücken, dass das ein bisschen schneller geht. Wenn ich mehr kritische Treffer habe hier. Wie viel brauchen wir denn noch? Moin. Guck mal, das ist... Hier. Das macht gar nichts. Drecksmist hier. Oh Gott. Hallo. Und dann brauchen die ja so lange. Erstmal so ein bisschen rumpausen. Was machen die ja alle? Das machen die Scavenger ja genauso. Oh komm.
Yeah, Baby. Stufe gestiegen und bald habe ich keine Heiltränke mehr. Ich weiß doch gar nicht, wie ich die herkriegen soll. Damals war das so, da konnte ich einen Banditen verhauen und er hatte immer einen mit dabei. Aber hier? Nee, das ist voll die Mangelware. Ja. So, dann hier die Heilpflanzen. Was geben die Heilpflanzen eigentlich? Das ist doch mal eine ganz gute Basis, oder? Feuerkraut, Feuernessel. Hier, 10. Tolle Wurst. Da ziehst du keinen Hering mit vom Teller. Na, komm her. Kacke. Kann Kord uns eigentlich Einhandwaffen beibringen? Müsste doch eigentlich. Das hat er damals auch gemacht. Und wenn er jetzt sieht, dass ich so ein Anwärter vom Ring des Wassers bin, dann ist er bestimmt so kulant und hilft uns so ein bisschen. Hallo, komm mal her. Komm mal in meine Richtung. Ja, komm mal zur Sonne, du dämlicher Mistkäfer. So. Zack. Boom. Bonjour. Ja. Hier der nächste gleich. Doch nicht. Hätte sein können. Ich will unbedingt mitspielen. Oh Mann. Und auf die Fresse wieder. Das wäre ja am schlimmsten, wenn er dann diesen Dreher macht. Wie dieses hier. Das ist offiziell der Standardkampftrick der Miliz von, ja, von Corinis. Die machen das ja alle. Haben ja die beiden Besoffenen da erlebt. Hey, hey, Helikopter. Wip, 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 wip. Moin, Greg. Ach so. Ja, Dinge, die ich jetzt komplett vergessen habe. Ach ja, ihr wollt ja auch noch. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war alles. Kann Greg nicht mit reinkommen? Und dann die Söldner für mich verhauen? Und dann sage ich, ja, das war ich. Sentenza! Das ist ein schlimmer Finger. Ach, Bennett! Ey, Biene, wo bist du? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Rod. Da, sein Schwert müssen wir auch nochmal anfassen. Oh Gott. Ja, doch, das war schon Leute. Wie sieht's mit dem Zubehör? Was brauchst du? Was brauchst du? Ich brauch das hier. Brauch das. Das ist wirklich nicht mein. Das ist cool, wa? So, jetzt kann ich hier wieder schmieden. Ich hab schon wieder 400 Gold gemacht. Das ist so, so was von einfach. Hier, Torloff. Ich habe mich um Bengas Milizproblem gekümmert. Hast du auch dafür gesorgt, dass sie morgen nicht wieder bei ihm auf der Matte stehen? Das dürfte ihnen sehr schwer fallen. Gut gemacht. Du hast deine Probe bestanden. Wenn du mit den Milizen fertig wirst, werden dich die meisten hier respektieren. Wo hast du das denn? Er hat auf die falschen Leute. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Er hat auf die falschen Leute. Könnte ich jetzt theoretisch machen, aber ich glaube, das bringt mich jetzt nicht so weiter. Wo ist dein Kord? Der schwingt doch immer sein Schwert hier hin am Hof. So war das doch, ne? Ja, da ist er. Der mit seinem Arnold Rave hier. Moin. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich kann dich im Umgang mit Einhandwaffen trainieren, aber für Zweihänder bist du noch zu schlecht. Was? Ich verschwende meine Zeit nicht mit Anfängern. Was? Hör mal. Du bist schon besser geworden. Weiter so. Das ist ja ein bisschen unfreundlich, der Typ, ne? Der bist noch zu schlecht für. Du bist doof. Ich mag dich nicht. Leute wie dich können wir nicht besonders leiden. Hat Greg uns eigentlich die Fundorte in die Karte eingezeichnet? Das wäre ja mal ultra gut. Nö, hat er natürlich nicht. So, ich will gar nicht wissen, was da hinten in dem Lager los ist. Das heißt doch, eigentlich will ich es ja schon. Warte mal, ich kann ja mal teasen. Bogen aufsparen. Und wenn da irgendwas leuchtet, das Bandit heißt, ne? Den hau ich mal ganz schnell ab. Guck mal, hier ist Bier. Brot und Bier und eine Shisha. Hier bleibe ich. Ach, guck mal, wie geil. Milch für die Pussys unter den Söldnern hier. Ein Weidenbogen. Irgendwie habe ich jetzt eigentlich damit gerechnet, dass hier so ein paar Leute aus dem Busch kommen und versuchen mich zu verkloppen, aber passiert ja nicht. Ach, schau mal einer an, Wolfsfälle. Habe ich das eigentlich bei Bossbau schon gemacht? Ach, Feld eines Schattenläufers.
Das ist ja voll gut. Hoho. Jetzt kann ich. Wenn ich jetzt bei Bossbar wäre, ne, dann würde ich hier richtig Kohle dafür kassieren, aber hier gehe ich am besten erstmal nie hin. Der ist gefährlich. Warum haben die kein Bett? Haben die ein Bett hier? Ein Bett im Kornfeld. Ein Korn im Feldbett. Das ist immer voll Bier und Kühl. Lüt und lüt. Prost, sag ich. Na, guck mal, wie viele von diesen Pflanzen hier rumeimern. Und die geben alle nur 10 Lebenspunkte. Meine Güte. Wird Zeit, dass wir mal lernen, hier schön ein paar Sachen zu brauen. Ich glaube, das können wir später machen. Aber erstmal nicht. Durch hier lang. Wieder weiter. Aber so ein bisschen. Ist mal so ein Butlerfleisch hier. Komm. Gucken die auf den Markt. Einfach mal reinhauen, so ein Pilz. Dafür hast du dir gekauft. Wofür sonst? Und jetzt komm her. Komm, komm, komm. Komm mal in meine Richtung hier. Ja, das machst du schön. Machst du schön. Machst du schön. Machst du schön. Und zack. Bam. Sind wir hier zu kurz gegangen, um schlechter zu werden? Oder haben wir wahrscheinlich ein bisschen von meiner Kraft geraubt? Ja, so stellen wir das vor, aber anders nicht. Da hinten ist ein Schwein und ein Irrlicht. Ich weiß nicht, ob die Irrlichter mir Schaden machen können. Oder ob die einfach nur blöd sind und rumfunzeln, aber ich habe jetzt auch nicht so wirklich die Lust, da draus zu finden. Sollen wir da mal rein? Wie ist das denn die Zeit wieder? Ja, komm. So viel muss. Moin, Jungs! Ich bin's wieder, euer Maddie. Und ich lasse mich jetzt hier, glaube ich, gleich von euch richtig schön zerfletschen. Na, ah, geh mal aus dem Weg. Ey, Held. Beweg dich mal ein bisschen schneller. Ich sehe den Gegner. Seht sie? Da! Meine Fresse, triff den doch mal. So, beim nächsten Mal gehen wir weiter hier rein. Bis dann.